Ja, hallo, ich bin der Herr Vogt. Ich komme von der Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik. Ich wollte heute was erzählen über die Energie der Zukunft. Die Energie haben wir schon, hinter mir brennen wunderbar die Lampen. Offensichtlich hat jemand den Generator angeschaltet und damit dafür gesorgt, dass es hier im Raum hell ist. Über Magdeburg braut sich auch gerade was zusammen. Da liegt Energie in der Luft. Vielleicht kommt noch ein Gewitter deswegen und schmeißt viel Energie von den Wolken zu uns auf die Erde. Darum soll es aber eigentlich bei mir jetzt nicht gehen, denn das ist ein bisschen unkontrolliert. Was da stattfindet, ist natürlich sehr schön und powerful, aber nicht unbedingt, dass man sofort das verwenden könnte. Vielleicht in Zukunft mal. Können Sie ja vielleicht mitmachen, denn das ist die Idee. Ich wollte Sie heute so ein bisschen mitnehmen auf einen Weg, der Sie vielleicht am Ende animiert, zu sagen, das ist mein Thema. Dass das Power-to-X-Thema, das ja hier in dem kleinen Inhaltsverzeichnis schon zu sehen war, der ein oder andere vielleicht schon gehört hat, das hoffe ich. Wenn nicht, versuche ich es heute ein bisschen zu erklären. Denn die eingeschaltet haben, ich hoffe, es sind ganz viele, wollen ja irgendwas studieren. Vielleicht haben sie noch nicht genau die Idee dafür, was das richtige Studium sein könnte. Deswegen war meine Idee da so, einen Weg bis dahin zu führen. Das richtige Studium soll ja dazu führen, dass man seine Zukunft mitgestaltet. Ne? Du willst machen, was du willst, und deine Zukunft mitzugestalten, das könnte einfach sein. Einfach in dem Sinne, dass ich sage, ja, Zukunft wird sowieso kommen, ob ich nun was mache oder nicht. Aber was willst du denn in deiner Zukunft? Was willst du da machen? Was willst du lernen und dann später mal machen? Und in welcher Zukunft willst du leben? Und vielleicht der eine oder andere hat schon viel darüber nachgedacht und ist auf solche Dinge gekommen wie das hier. Vielleicht hat der eine oder andere schon am Freitag auf dem Domplatz gestanden, hier in Magdeburg oder an anderer Stelle irgendwo in Deutschland, sich versammelt, gemeinsam mit seinen Mitschülern und Plakate in die Höhe gehalten und gesagt, hier, Erde retten, ne? So geht's nicht weiter, der Klimawandel. Ohne mich, ich will nicht, dass die Erde sich erwärmt, sondern die soll gefälligst so schön bleiben, wie sie vielleicht ist oder noch schöner. Und da kann ich auch mithelfen. Vielleicht habt ihr auch mich getroffen, Scientists for Future. Das könnte ja die Zukunft sein, die ihr euch vielleicht auch überlegt, als Wissenschaftler die Zukunft mitzugestalten. Reduce, reuse, recycle, diesen Spruch hat bestimmt jeder von euch schon gehört und macht ihn vielleicht auch zu Hause. Und wenn es noch nicht gemacht wird, hat er sich das fest vorgenommen, in Zukunft mehr zu weniger zu nutzen, alles zu nochmal zu nutzen und vielleicht es zumindest einem Kreislauf zuzuführen, damit es nicht einfach nur auf der Müllhalde landet und dann die Erde nicht dabei eben leider nicht schöner macht. Meere ohne Mikroplastik, vielleicht gibt es Aktivitäten auch bei euch oder vielleicht sogar von euch selbst schon initiiert. Müll sammeln, unsere Flüsse und Seen sind auch leider nicht unbedingt von Mikroplastik befreit. Auch da kann man was machen und natürlich, wer jetzt plant, jetzt geht es ja wieder an die Ostsee zu fahren, möchte natürlich dort baden, ohne dabei über irgendwelche Mikroplastik oder Plastikflaschen zu stolpern. Ihr habt euch vielleicht auch schon mit dem Thema Artenvielfalt auseinandergesetzt. Der Klimawandel führt leider dazu, dass sich viele Arten bei uns leider nicht mehr so viel zeigen und Artenvielfalt statt Einheitsbrei. Also vielleicht seid ihr schon auf dieser Spur und sagt, ja, ich mache doch schon ganz viel. Genau, ich mache schon ganz viel. Als Person sammle ich Wertstoffe. Ich habe hier so ein paar Nachrichten auch mitgebracht. Im Laufe des Vortrags werde ich auch noch ein paar mehr Nachrichten zeigen. Magdeburg zum Beispiel ist hier mit dabei, sammelt 130,6 Kilogramm Wertstoffe pro Einwohner pro Jahr. Das sind die Zahlen, glaube ich, aus dem Jahre 2018. Ich hoffe, dass es dieses Jahr mehr geworden ist und im letzten Jahr auch schon mehr geworden ist. Wir wollen natürlich die Wertstoffe tatsächlich einsammeln, weiterverwenden und am Ende wieder dem Kreislauf zuführen, der uns allen hilft, Ressourcen zu sparen. Also Müll trennen, Fahrrad fahren, Ökostrom nutzen, Wasserstoff tanken, das sind so die Stichworte, die auf der Folie hier bei mir draufstehen. Das Fahrradfahren, das ist übrigens meins, das kann man hier in Magdeburg extrem gut. Wunderschöne Gegend, alles flach, für den Fahrradfahrer ein ideales Terrain, um sich mal richtig auszutoben. Hier gibt es nicht so viele Berge, ein paar gibt es auch für diejenigen, die mal den Berg hochstrampeln wollen, ist auch dafür in Magdeburg gesorgt. Da hinten die große Windmühle, auch
Meistens sind die Bilder von mir selber gemacht worden. Hier in Magdeburg gibt es einen großen Windenergiehersteller, einen Windenergiegeneratorhersteller Enercon. Und das ist seine größte Maschine. Über die erzähle ich gleich noch was, denn das ist interessant, was die Maschine kann. Das kann man sich weltweit nicht so häufig angucken. Hier in Magdeburg geht das. Und daneben noch die Tankstelle, ich mache jetzt hier keine Werbung für irgendwelchen Anbieter. Das Wichtigere ist, wer genauer hinguckt auf diesen weißen Klotz, der da vorne steht, da ist nicht irgendwas, da ist Wasserstoff. Wasserstoff zu tanken, das ist eine Wasserstofftankstelle hier in Magdeburg, Roten See. Und wer also tatsächlich Wasserstoff tanken möchte, kann das dort. Wasserstoff tanken, warum sollte ich das tun? Ich tanke Benzin und Diesel, also ich tanke Benzin, andere tanken Diesel. Wer tankt Wasserstoff? Eine Person, die ein wasserstoffgetriebenes Fahrzeug kauft. Wer könnte das sein? Darüber erzähle ich gleich was. Das ist ein Brennstoffzellenfahrzeug. Brennstoffzelle, vielleicht noch schon gehört von. Das ist vielleicht auch ein Thema, mit dem man sich beschäftigen will. Das heißt, wo ich angefangen habe, ich fange an mit euch. Ihr habt zugeschaltet, ihr seid als Individuum vielleicht schon aktiv, ihr fahrt das Fahrrad, ihr trennt den Müll, ihr möchtet euch um die Umwelt kümmern und habt sozusagen für euch persönlich schon entschieden, ja, Klimawandel ohne mich. Aber kann man damit auch Geld verdienen? Kann man das zum Beruf machen? Und kann man damit sozusagen seine Zukunft nicht nur wahrnehmen, sondern mitgestalten? Das ist die Idee, die ich heute präsentieren wollte, hier im Power2X Energie für die Zukunft System. Und da habe ich dann gleich mal auf unsere Webseite geschaut, zack, FVST. Und dankenswerterweise tauchte da auch gleich mein Chef auf, das war schön. Das ist nämlich der links sitzende Professor Sundmacher im Bild, der hier etwas erzählt über das, was wir an unserem Lehrstuhl machen, was wir hier in der Forschung betreiben, wie wir zum Beispiel hier in diesem Falle aus Sonnenblumen Waschmittel generieren können. Also erneuerbare Rohstoffe zu nutzen, um daraus sinnvolle Dinge herzustellen, das macht Sinn. Wenn man eben nicht immer nur die Ressourcen der Erde nutzen will, die einmal und nicht mehr vorhanden sind, wenn wir sie benutzt haben, sondern das, was wieder wächst und nochmal wächst. Darüber kann man gleich, wenn Sie noch nicht wegschalten, also jetzt noch hier bleiben, später dann nochmal reingucken in die Webseite. Das ist ein Podcast, kann man sich anhören. Sehr schön erzählt von Herrn Sundmacher, wie man da aus Sonnenblumen Waschmittel generiert. Aber auf dieser Webseite findet man auch gleich die Links zum vor dem Studium, beim Studium, nach dem Studium. Und natürlich habe ich dann auch gleich gedacht, naja, da musst du dann das, was da auf der Seite steht, zum vor dem Studium auch gleich nochmal zeigen. Und was denn unsere Fakultät eigentlich macht, wieso Waschmittel aus Sonnenblumen, was müsste man dafür tun? Tunkt man die dann in die Badewanne und das war's? Nein, natürlich nicht. Das muss anders geschehen. Dazu sollte man sich ein bisschen auskennen, wie sowas geht. Und dazu könnte man zum Beispiel bei uns Verfahrenstechnik studieren. Das ist ein Studiengang, der neben vielen anderen hier bei uns angeboten wird. Kann man ja hier so ein bisschen mitlesen. Als Bachelor kann man hier Verfahrenstechnik, Umwelt- und Energieprozesstechnik und Chemieingenieurwesen lernen. Aber auch noch anderes, ich lese nicht alles vor, wichtiger das zentrale Bild. Was machen wir denn eigentlich? Wir machen aus Rohstoffen, die uns zur Verfügung stehen, Produkte, die wir alle haben möchten. Und bei diesem Stoffumwandeln ist keine Zauberei, sondern das ist Physik, das ist Chemie, das ist Biologie. Das sind Dinge, die ihr alle irgendwie in der Schule schon gelernt habt. Das ist beim Abitur möglicherweise genau das Thema gewesen, was man im Abitur nochmal schriftlich abgelegt hat, Biologie gewählt, also etwas darüber geschrieben. Bin nicht sicher, ich habe jetzt nicht gehört, was das schriftliche Thema der Biologen dieses Jahr war, aber vielleicht hatte es damit was zu tun, wie man aus bestimmten Stoffen, Ausgangsstoffen irgendwas rausziehen könnte, was die Pflanzen uns so bieten können. Waschmittel offensichtlich stecken in der Sonnenblume drin und vielen anderen Stoffen stecken eben die Dinge drin, die wir zum täglichen Leben durchaus brauchen können. Das reicht von pharmazeutischen Produkten über Plastik, auch Bioplastik natürlich irgendwie schon bekannt wahrscheinlich, der ein oder andere sich vielleicht sogar schon sowas gekauft, bis zu einfachen Grundsubstanzen, die in der Chemie dann dazu genutzt werden, weitere komplexere Dinge zu generieren. Dass man da eben
alles in einen Topf wirft und einfach nur wartet, dass es von alleine passiert, das geht nicht. Wir müssen ein bisschen was dazu wissen. Wir müssen Biologie, Physik, Chemie verstanden haben, um diese Dinge zu gestalten. Und das ist das, was man hier lernt in der Verfahrenstechnik. Und das ist das, was dann wichtig ist. Denn das Power-to-X-Thema, mit dem ich begonnen habe, das kann man natürlich jetzt weiter treiben. Wer ein bisschen Nachrichten liest, ich hoffe, viele von euch tun das, nicht täglich, aber ab und zu mal stolpert man über Schlagzeilen, wie zum Beispiel diese hier. Der Ökostromanteil steigt und steigt und steigt, mittlerweile auf über 50%. Das ist gut. Gut für die Umwelt, keine Kohle und kein Gas mehr zu benutzen. Sicherlich ist das ein guter Weg, um CO2 einzusparen. Und die Roadmap der Chemie präsentiert sogar etwas, was darauf hinausläuft, überhaupt keine Stoffe mehr wie Gas und Kohle zu nutzen, sondern mit Erneuerbaren alles abzudecken, was so geht. Diese aktive Nutzung von erneuerbarer Energie in der chemischen Industrie zum Beispiel führt dann dazu, dass kein CO2 mehr freigesetzt wird. Und die schöne Grafik, die hier gezeigt wird, die blaue Grafik, das wird immer größer. Das ist der Ökostromanteil, der im Jahre 2050 offensichtlich eben alles überdecken soll. Nur noch aus erneuerbarer Energie soll das kommen, was die chemische Industrie nutzt. Und das bisschen CO2, was dann tatsächlich noch zutage tritt, es ist nicht zu vermeiden. Das wird man gleich sehen. Das ist nützlich. Das kann man sogar weiter benutzen. Das kann man brauchen. Das CO2 enthält nämlich Kohlenstoff. Und der ist gut. Kohlenstoff ist nämlich nicht unbedingt was Schlechtes, sondern wir brauchen ihn natürlich Kohlenhydrate. Wir müssen was essen und auch unsere Pflanzen brauchen das, um zu wachsen. Das heißt, was man eigentlich machen möchte, ist, wir möchten einen Kreislauf aufbauen. Wenn alles im Kreis läuft, dann läuft es rund. Ich habe das jetzt in Englisch dann nochmal präsentiert. Die Folie, wie man leicht sehen kann, ist komplett in Englisch. Research needs towards sustainable production of fuels and chemicals. Aber ich denke, auch Englisch ist Teil des Schulunterrichts. Das kann man schnell übersetzen und sich klar machen, dass es darum geht, eine Kreislaufwirtschaft aufzubauen, in der die Dinge wiederverwendet werden. Und da gehört auch das CO2 auf alle Fälle mit dazu. Denn das CO2 kann ein wichtiger Ausgangsstoff sein für die zukünftige Produktion von wichtigen Chemikalien, von Dingen, die der Mensch so braucht, bis hin zum, ich will das auch gar nicht ausschließen oder sagen, das ist ganz schlecht, Fahrradfahren ist gut, aber wenn ich weitere Strecken zurücklegen will nach Berlin oder ins Ausland, was aktuell ein bisschen schwieriger ist, aber irgendwann wird das sich hoffentlich auch wieder ermöglichen lassen, dann braucht man vielleicht andere Transportmittel. Wenn die immer noch auf der Basis von erneuerbarer Energie fliegen sollen, die Flugzeuge, dann bräuchte man einen neuen Treibstoff, nicht mehr Öl und Gas, sondern vielleicht aus erneuerbarer Energie Methanol, Ethanol und Flugbenzin herzustellen. Das ist auch das, was uns antreibt. Dieser Kreislauf, den ich hier so zeige, Photo, Elektrokatalyse und thermische Katalyse, das sind so die Dinge, die man als Verfahrens- und Umwelttechniker hier in unserer Fakultät lernt und die wir auch lehren. Und man kann es ja oben ganz gut sehen, was da oben mit im kleinen Kästchen drin ist, hier oben in diesem kleinen Kästchen hier. Das ist CO2. CO2 ist hier an der Stelle ein wichtiges Ausgangsprodukt für viele, viele Stoffe. Das heißt, CO2 ist gar nicht so schlecht, nur wenn es alles in die Atmosphäre reingeht, dann ist es eben nicht so praktisch. Also müssen wir es da wieder rausholen, capture, einfangen und dann den entsprechenden Kreisläufen zuführen. Egal, ob es die Pflanze für uns einfangen kann als Biomaterial oder wir es einfangen und daraus dann mit Hilfe von Verfahrenstechnik interessante Stoffe herstellen können, das muss jemand erst verstanden haben. Dazu muss man vielleicht auch studieren und es genauer analysieren, in Experimenten rausfinden, was geht und dann den richtigen Weg finden, den optimalen Weg. Der optimale Weg ist trotzdem einer, das funktioniert nicht von alleine. Also wir können das CO2 nicht einfach einsperren und hoffen, ja, das wird sich schon von alleine irgendwo dahin begeben, wo es dann uns besser nützt. Da muss man also irgendwie doch Energie zur Verfügung stellen. Wo soll die denn herkommen? Ich meine, wir haben zwar relativ viel Energie zur Verfügung. Hier in Deutschland haben wir eigentlich kein Problem. 24/7 ist immer Strom in der Steckdose. Da habe ich eigentlich noch nie Probleme mit gehabt. Aber die chemische Industrie braucht viel mehr Energie, wenn es tatsächlich darum geht, dann dieses CO2 im Kreislauf zu führen. Und da kommen eben wieder diese
neuen Energien ins Spiel, wie zum Beispiel die erneuerbare Energie, die eine Windmühle herstellt. Und nun kann ich hier keine Windmühle aufstellen, aber ich kann am Rad drehen. Und das habe ich mir extra mitgebracht, ein kleines Rad. Jetzt wird es ein bisschen hektisch in dem Sinne oder laut, weil ich hier etwas mitgebracht habe. Das sieht unscheinbar aus, gar nicht so groß, aber es ist ein interessantes Ding. Das ist eine kleine Einheit, nur aus Plastik bestehend, hat nicht allzu viel Inhalt. Und wenn ich jetzt hier dran drehe, macht es ein Geräusch. Und wenn man genauer hinschaut, kann man es vielleicht erkennen oder auch nicht. Jeder weiß vermutlich, was ich hier tue, hat es vielleicht selbst schon mal gemacht. Ein Generator erzeugt Strom. Das ist sozusagen meine kleine Windmühle für heute. Die macht ein bisschen Strom. Aus diesem Strom mache ich mit Hilfe dieser kleinen Plastikeinheit, die vor mir steht, allerdings ein interessantes neues Speichermedium. Wenn man genauer hinguckt, kann man vielleicht schon links und rechts erkennen, da sind kleine Kammern. Darin befindet sich nichts weiter als Wasser. Ah, jetzt haben wir natürlich alle gut aufgepasst im Unterricht, insbesondere im Chemieunterricht, und wissen, woraus Wasser besteht. H2O, guckt man nochmal nach im PSE. H, das war Wasserstoff. O, das ist Sauerstoff. Ja, das kann man vielleicht auch einzeln manchmal finden. In der Luft findet sich jede Menge Sauerstoff. In der Luft findet sich zum Glück kein Wasserstoff. Das wäre ein bisschen kritisch, der kann nämlich explodieren. Aber ich kann hier auf die Art und Weise mit Hilfe dieser sogenannten Elektrolyseeinheit, mit Hilfe des Stroms, den ich hier erzeuge, in dieser Einheit Wasserstoff und Sauerstoff aus Wasser erzeugen. Mit Hilfe der in der Mitte befindlichen Technologie, das ist in dem Fall eine Membran mit einem Katalysator, kann ich Wasserstoff vom Sauerstoff trennen und auf die Art und Weise zumindest erstmal Gas herstellen. Warum tue ich das? Ich will Ihnen natürlich zeigen, ich will euch zeigen, dass es damit auch wieder Strom zu schaffen gibt. Und diesen Strom, den erzeuge ich hier, indem ich hier ein kleines Auto mit Motor habe. Und um wirklich zu zeigen, dass das so funktioniert, habe ich hier das Auto dabei und verbinde jetzt wieder die beiden Elemente. Und da ich es nicht wegfahren lassen kann, muss ich es einfach hier halten, aber man kann es, glaube ich, ganz gut sehen. Das Rädchen hier vorne, das dreht sich jetzt. Da ist nur ein Elektromotor und sonst nichts. Und tatsächlich ist es jetzt dieselbe Einheit, bei der ich eben Strom reingesteckt habe, Wasserstoff und Sauerstoff erzeugt habe, die jetzt umgedreht für mich den Strom erzeugt, der hier im Elektromotor die Räder antreibt. Keine Batterie, kein Speichermedium als das Wasserstoffgas, was sich hier in dieser Kapsel befindet. Das sind so die Elemente, die man braucht, um aus Elektrolyseur und Brennstoffzelle eine Mobilitätseinheit zu generieren. Viel mehr braucht man dafür gar nicht. Natürlich braucht man was. Ja, die Membran hier in der Mitte. Woraus besteht sie? Wie funktioniert sie am besten? Kann man das noch besser machen? Warum ist das Auto nur so klein? Kann das nicht ein bisschen größer werden? Ich habe von uns gefragt worden, ja, ist ja alles schon fertig. Warum fahren wir nicht auf der Straße damit? Naja, gibt so ein paar Probleme. Wasserstoff kann man jetzt nicht überall bekommen. Hier in Magdeburg schon. Es gibt eine Tankstelle dafür. Aber wer bringt den Wasserstoff an diese Tankstelle ran? Petroleum umwandeln in Benzin und Diesel. Das hat man vielleicht schon gesehen. Raffinerien vielleicht sogar schon mal besucht. Zumindest vorbeigefahren. Aber hier Wasserstoff, Elektrolyse, ja, auch mal von gehört. Wasserstoff und Sauerstoff aus Wasser generieren, das geht vermutlich ganz gut. Aber hier der Strom, der Herr Vogt hat jetzt hier gekurbelt, naja, viel ist da ja nicht bei rumgekommen. Deswegen lasse ich natürlich an dieser Stelle andere Leute für mich kurbeln. Aber bevor ich das tue, zeige ich gleich mal noch so eine Pressemeldung, auch sozusagen generiert über die Forschungsgruppe von Herrn Sundmacher, deren Teil am Max-Planck-Institut sich speziell mit solchen Dingen beschäftigt wie überflüssiger Windstrom. Ist der wirklich überflüssig? Naja, gestern gab es viel Sonne, viel Wind. Tatsächlich ist es ab und zu so, dass der Strom, der zur Verfügung gestellt wird im Netz, tatsächlich keine Abnehmer findet. Und dann fragt man sich, was machen wir mit dem Strom? Dieser Strom könnte jetzt gute Dinge leisten. Wir müssen ihn irgendwie speichern. In der Batterie, das sind viele große Batterien nötig. In Form von einem Wasserstoffgas wäre zum Beispiel eben diese Variante. Oder, wenn man das noch weiterdenkt, kann man eben mit Kohlendioxid
und Wasserstoff. Wer ein bisschen in Chemie sich auskennt, kann da schon mal hin und her überlegen. C haben wir, Kohlenstoff, wir haben Wasserstoff, H, CH4, wahrscheinlich schon mal gehört. Genau, Methan kann man herstellen. Methan, wenn man dann noch eine OH-Gruppe da ranbastelt, der Chemiker weiß, wovon ich rede, und die anderen haben es auch schon mal gehört, wird daraus Methanol. Von Methanol hat man schon gehört, das würde man jetzt auch nicht trinken wollen, ist ein giftiges Substanz, also bitte Finger weg. Aber das Ethanol, der nächste Schritt in der Kohlenstoff-Wasserstoff-OH-Reihe, der ist ja schon interessanter. Und dann geht es natürlich weiter mit höherkettigen, mit längerkettigen CH-Molekülen, kann man dann entsprechend Benzin, Diesel, Flugbenzin und ähnliches herstellen. Das heißt, der Treibstoff kann hergestellt werden, CO2 benutzen, Wasserstofftechnologie mit der Brennstoffzelle zusammen, das braucht man eben, um dann am Ende diese Energietechnologie der Zukunft gut zu gestalten. Mit der Kurbel, okay, mit größeren Elementen wäre es besser, dass der Windstrom hier was nützt. Das habe ich hier mitgebracht und jetzt hoffe ich mal, dass es auch funktioniert. Ich klicke mal drauf. Ja, tatsächlich, da habe ich natürlich diese Windenergieanlage der Enercon hier in Magdeburg nicht nur fotografiert, sondern auch gleich mal abgefilmt. Wer sich hier zu uns nach Magdeburg begeben wird, da hoffe ich natürlich, dass das ganz viele sein werden. Der kann sich das selber angucken. Wenn man drunter steht, ist man schwer beeindruckt. Zum Zeitpunkt der Installation, das ist vielleicht eine interessante Nachricht, 2010 war das die weltweit größte Windenergieanlage. Enercon hatte damals eine Forschung gestartet, geschaut, was geht. 7,5 Megawatt erzeugt diese Windmühle. Also wer schon ein bisschen sich da auskennt, weiß, die typischen kleineren Einheiten machen so 3 bis 5 Megawatt. Diese also 7,5 und sie ist damit immer noch eine der größten in der Welt. Die auf Offshore großen Windparks gebaut werden, sind auch so im Größenbereich 7 bis 9. Die aktuelle Planung sieht vor, 12 Megawatt auch eine Windmühle zu bauen, aber man merkt schon, 7,5, das war und ist immer noch eine Hausnummer. Einfach mal, um das Gefühl zu bekommen, wenn ich diese 7,5 Megawatt nutzen könnte, um ein Auto damit zu laden, sagt der Hersteller, naja, typische Batterie, 24 Kilowattstunden, das heißt mit 2,4 kW aus einer typischen Steckdose zu Hause, 10 Stunden Ladezeit. Wenn wir die Energie, die Leistung, die eine solche riesige Windmühle zur Verfügung stellt, sofort ins Auto einspeisen könnten, ohne dass es uns um die Ohren fliegt, würde das Ganze 11 Sekunden dauern. 11 Sekunden, da kann ich ja quasi mitzählen, ne? Also da ist, und ja, fertig, sage ich mal. Ne? Also das ist extrem viel Energie. Also die erzeugt natürlich viel Energie über einen gewissen Zeitraum und wir möchten den auch nicht auf einen Hieb in ein Auto hineinbringen. Das wäre aktuell nicht möglich. Aber da geht es auch der Weg dahin. Ne? Wer jetzt sagt, ja, das Laden vom Auto, von Elektroautos dauert doch so ewig lange. Mit viel Energie kann man natürlich diesen Ladezyklus verkürzen. Und wie gesagt, die Energie dieser riesigen Windenergieanlage ist so groß, dass man innerhalb von wenigen Sekunden tatsächlich ein Auto laden könnte. Das wäre natürlich enorm passig. Ne? Viele würden sich darüber sehr freuen, denn alleine das Tanken von einem ganz normalen Auto dauert ja schon länger. Also wenn das sozusagen die Zukunft wäre, ranfahren, an der Ampel stehen bleiben, mal kurz 10 Sekunden nochmal Charging und zack, ist man wieder vollgeladen. Das wäre ja super. Also so schnell sind wir noch nicht. Der Weg dahin führt über Verfahrenstechnik, über Umwelt- und Energieprozesstechnik. Man muss verstehen, wie Batterien sich laden lassen, wie schnell kann das eigentlich gehen, ohne dass sie einem um die Ohren fliegen. Das ist natürlich alles auch Chemie, das ist Physik, das ist in Teilen, also Batterie vielleicht nicht unbedingt Biologie, aber wenn wir irgendwann mal biologische Stoffe nehmen wollen, um dann auch entsprechend nicht mehr die Ressourcen der Welt immer anzukratzen, dann vielleicht sogar auf biologischem Wege. Wie auch immer wir diese Energie brauchen können, viel davon ist immer gut, viel hilft viel, denn diese Technologien Power to X sollen weiterentwickelt werden. Die Forschungslandschaft in Deutschland hat sich da viel vorgenommen. Wir wollen Elektrolyse-Technologien, das was ich hier mit dem Kurbeln gezeigt habe, etablieren. Wir wollen flüssige organische
Wasserstoffsubstanzen generieren, die sogenannten LOHCs als Energieträger, die also aus erneuerbaren Energien gewonnen werden, flüssige Kraftstoffe und gasförmige Kraftstoffe, Grundchemikalien. Das sind so die Themen. Man merkt schon, da geht es um Chemie, aber da geht es eben tatsächlich um das Herstellen von den Dingen, wo wir bisher immer leider oder eben gezwungenermaßen gesagt haben, ja, Kohle, Gas, Erdöl her und dann verwandeln. Jetzt in Zukunft mit erneuerbaren Energien aus entsprechend zur Verfügung gestellten Stoffen wie dem CO2 der Luft oder wie einfachem Wasser, in dem ja Wasserstoff und Sauerstoff schon drinsteckt, das zu generieren. Das wäre eine tolle Möglichkeit, die Zukunft mitzugestalten, die Erde besser zu machen, das CO2 zu sparen, sogar als nützlichen Ausgangsstoff aus der Atmosphäre wieder rauszuziehen, in Zukunft vielleicht tatsächlich so dafür zu sorgen, auf die Art und Weise nicht weiter das Klima anzuheizen, sondern tatsächlich hier einen besseren Weg zu finden. Wer das machen will, wer das tun möchte, sagt sich, ja, ist doch genau mein Ding, das finde ich gut. Kann man natürlich hier in Magdeburg auch tatsächlich machen, ne? Also die Zukunft der Mobilität, ich habe da wieder zwei Artikel dabei. Der eine ist aus der Volksstimme wieder ausgeschnitten, das ist tatsächlich jetzt Ende Mai gewesen. Also wirklich vor einigen Tagen hat uns die hier im ansässige Firma Horiba Fuelcon avisiert, dass sie ihren Campus erweitert. Die hat eine größere Produktion hier im Norden von Magdeburg. Sie wird dort weiter ausbauen. Sie möchte noch mehr in die Zukunftstechnologie Brennstoffzelle investieren. Sie wird dort produzieren, sie wird dort forschen. Gemeinsam mit uns tut sie das auch schon. Wir selbst haben so eine Anlage der Fuelcon bei uns im Labor und forschen damit, wie zum Beispiel der Wasserstoff unter hohem Druck dann entsprechend auch als Trägermaterial für Energiespeicherung zur Verfügung gestellt werden kann. Das ist eine interessante, spannende Frage, die noch nicht komplett geklärt ist, wo Forschungsleistung nötig ist. Die Firma freut sich natürlich über Zusammenarbeit mit der Otto-von-Guericke-Universität. Wir freuen uns, dass die Firma da ist und natürlich an dieser Stelle signalisiert, dass das eine Zukunftstechnologie wäre. Und da kann man natürlich sagen, klar, dann ist das vielleicht auch ein Feld für mich, ne? Nicht nur die Zukunft mitgestalten, sondern wie schon gesagt, Beruf und Geld verdienen, das gehört auch irgendwie zusammen. Und da muss man die richtige Wahl treffen. Und in Magdeburg in so einer Zukunftsfirma zu arbeiten, wäre es vielleicht möglich, hier bei dieser Firma anzufangen. Der zweite auf der rechten Seite, das ist ein Team, was ich aktuell betreue, das Team Mosaik. Der junge Mann, der da freundlich ins Bild schaut, ist in die Kamera schaut, das ist der Lukas, ich darf das jetzt hier auch verraten, der hat gemeinsam mit mir eine Idee entwickelt oder er hat sie entwickelt und ich habe ihn dabei begleitet, Mooswände zu nutzen, um die Luft von Staubpartikeln zu säubern, gleichzeitig noch die Umwelt ein bisschen schöner zu machen, gleichzeitig noch CO2 einzufangen, gleichzeitig noch die Wände ein bisschen abzudämmen. So viele Möglichkeiten auf einmal bietet dieses Team. Das ist eine kleine Firma in Gründung zusammen mit seiner Kommilitonin, die Wirtschaftswissenschaften hier studiert hat. Er hat nachhaltige Energiesysteme hier bei uns in Magdeburg studiert, haben die jetzt begonnen, diese Firma nach vorne zu treiben. Und wer vielleicht in Zukunft mal von Mosaik wieder hört, fühlt sich hoffentlich erinnert und denkt darüber nach, ja, man kann also mit einem Studium hier in Magdeburg dann auch daran denken, selbst was zu gestalten. Mitarbeiten, selber gestalten, genau das sind doch die Punkte, die euch hierher geführt haben. Vielleicht vor die Bildschirme, so nach dem Motto, ja, ich will hier was wissen, was meine Zukunft angeht. Ich muss die ja irgendwie jetzt in die Hand nehmen und meine Zukunft gestalten bedeutet eben auch, die richtige Studienwahl zu treffen. Vielleicht ist es eben genau das gewesen. Vielleicht hat man sich jetzt animiert gefühlt. Wasserstoff herstellen, klar, das ist doch super. Brennstoffzellen, Auto fahren lassen, irgendwann mal in einem großen Fahrzeug so eine Zelle selbst zu etablieren. Dann kommt man hier nach Magdeburg, man genießt es, hier zu studieren. Ich habe hier auf der einen Seite das aktuelle Magazin mitgebracht, Studieren in Magdeburg. Viele, viele spannende Informationen über uns, über unsere Uni. Und unten die junge Dame ganz unten rechts auf den Bildern, das ist sogar auch eine von mir betreute Studentin, die dann hier bei uns auch promoviert hat.
mit dem Blick ins Mikroskop. Man sieht also, irgendwie sind die Wege hier kurz. Ich kenne viele und viele kennen mich. Und vielleicht würde ich sie auch gerne kennenlernen wollen, euch. Und auf der rechten Seite mein Gebäude. Da sitze ich drin, das Carnot-Gebäude. Verfahrenstechnik wird dort drin gemacht. Und vielleicht findet man den Weg hierher. Im Sommer, im Frühling, alles sehr hübsch hier. Campus wunderschön, grüne Stadt. Darüber haben man vielleicht schon andere Filme gezeigt und man kann sich ja weiter informieren. Also Magdeburg ist ein toller Ort. Vielleicht kommt ihr hierher mit der Idee, hier zu studieren, vielleicht sogar Verfahrens- oder Systemtechnik oder irgendwas in dem Bereich. Ihr habt es ja gesehen, was möglich ist. Und ich würde mich natürlich freuen, den einen oder anderen bald hier wiederzusehen. Damit bin ich am Ende angekommen. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wie gesagt, meine Informationen findet man vielleicht dann auch noch im Netz. Kontakt suchen und die FVST mal anklicken. Das ist der erste Weg. Macht's mal. Guckt euch den Podcast an. Und lasst euch hoffentlich animieren und die Energie sei mit euch, ne?